Moin Leute, herzlich willkommen zu einer endlich wieder einer Folge Minecraft Escape zusammen mit dem Mooncake. Wir machen heute mal so eine wiederholte Erkundungstour und probieren mal irgendwie, keine Ahnung, Schneebiom oder sowas zu finden. Bist du dabei? Hey, nicht abschießen. Ja, also es gibt übrigens auch ein paar Änderungen bezüglich dem Sterben. Willst du es erklären? Okay, also wenn ihr Dying, also tot zählt, weg vom Fenster, dann könnt ihr entscheiden, ob was wir machen müssen. Zum Beispiel die oder die Sache in die Lava schmeißen oder einfach so komplett sinnlose Tode machen oder tot durch Amboss. Ja, oder solche Sachen. Müsst ihr entscheiden, wenn wir sterben. Also quasi hat es für euch den Vorteil, das Minecraft-Projekt geht so lange, bis wir den Enderdrachen besiegt haben. Und wenn wir sterben, dürft ihr uns quasi eine Challenge geben, die wir machen müssen, damit wir weiterspielen dürfen. So grob nochmal erklärt. Für alle, die es nicht verstanden haben, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ihr bekommt es erklärt. Ja, also wie gesagt, unser Ziel heute ist vielleicht ein Eisbiom zu finden, wo wir dann vielleicht, keine Ahnung, unser Dorf mal ein bisschen weihnachtlich gestalten können. Man muss unsere Koordinaten merken. Genau, stimmt. Das ist blöd, dass es keine Portal Gun oder sowas gibt, weißt du? Das fehlt irgendwie bei unserem Minecraft-Projekt. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ich habe übrigens ein Bett dabei. Hast du auch eins dabei? Nee. Du hast kein Bett dabei? Nicht, weil wir brauchen ja Spawn-Point in unserem Dorf. Und das spawnen wir ja so ganz anders. Stimmt. Willst du dort den Haupt-Spawn-Point setzen? Ich habe schon mal. Und lass mal mein Bett gehen. Weil ich würde ja eh jetzt gleich schon so. Stimmt. Kann man schon schlafen? Warte, ich suche gerade mein Schild. Oh, sorry übrigens immer noch für die Ruckler. Die sind immer noch nicht besser geworden. Falls ihr übrigens die letzte Folge verpasst habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Sie ist fast einen Monat her, kann das sein? mit Eisenblöcken und Eisen. Warte, ich mach mal. Achso, du hast ganz Eisen genommen. Junge, warum verplemmerst du unser komplettes Eisen? Nein, weil die Amboss gehen ja mit der Zeit eh kaputt. Hä? Ja, und dann? Guck, weil wenn du schneller weit hast und dann auf deine Brustplatte machst, dann wird deine Brustplatte wieder ganz. Als ob wir aber immer noch 17 Eisenblöcke haben. Alter. Wieder ein Tickspunkt gesetzt. Und falls ihr euch wundert, warum er anders da heißt, ja, ist halt so. Er heißt leider nicht mehr Mooncake. Mein Bruder hat sich einen Prank erlaubt und dann hat er mich umgemacht. Jetzt kann ich es jetzt wieder nach nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Vielleicht heißt du dann wieder anders da. Da heiße ich Mr. Schwarz LP. Ich bin so gespannt, ob wir es finden werden. Hab ich. Man ist halt so mega schnell. Ey, ich bin dumm, weißt du's? Bleib mal stehen. Ich will dich. Ich muss so hinter mich her. Ich booste dich. Ja, hat fast funktioniert. Ja, ich bin dumm. Ich habe Bogen mitgenommen, aber keine Pfeile. Warte. Oh, die Pfeile rutschen weg. Hallo? Ey. Wo sind die hin?
Leute, wo sind die Pfeile? Runtergegangen? Ja, die sind einfach die Eisplatte runtergerutscht. Hä? Ah, ich bekomme Schaden. Hilfe! Ah. Ey, du bist so fies, weißt du das? Ah, hallo, Pfeilchen. Lass schwimmen, du willst doch riechen, oder? Sicher? Na, guck mal. Njo. Wir bräuchten eine Karte oder sowas, weißt du? Ein Boot. Stimmt, ein Boot. Ja, lass mal. Ja, wir können uns doch hier eins craften. Hier ist doch überall Holz. Ja. Hast du zufälligerweise eine Werkbank dabei? Warte. Geht doch einfach. Wir können jetzt einen machen. Ich mache unten ein Boot. Okay, ich baue auch mal ein bisschen Holz ab. Hey, als ob wir noch nie Birkenholz abgebaut haben. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Als ob wir noch nie Birkenholz abgebaut haben. Zack. Gehen wir? Yes. Ich hab ein Boot. Damit kann man gute NPCs machen. Kommst du? Hau rein, Loser! Hey, was ist da unten? Hey, guck mal, da schwimmt ein Zombie. Da schwimmen zwei Zombies. Siehst du die? Ja. Was machen die Jungs denn da unten? Hier ist die Border, wir müssen nach da hinten. Wo ist die Border? Oh, da ist die Border. Hä, als ob. Da ist ein Schweinchen. Wo? Hier. Hallo. Lecker. Was machst du denn hier? Ey, hör auf, das arme Schwein zu töten. Ich hab lecker. Hack. Ich bin eingesperrt. Du auch? Du Ecke auf dem Meer verteilen. Lass mal so ein bisschen dahinter fahren. Mal gucken. Ob wir vielleicht auch einen Unterwassertempel oder sowas finden. Das wäre geil. Warte mal, bleib mal stehen. Guck mal, ich habe da unten was gefunden. Bleib mal stehen. So. Willst du bei mir mit rein? Guck mal da unten. Guck mal da unten. Komm mit, lass mal gucken, was da unten ist. Hä, warum lass das Boot doch stehen? Wir gehen doch gleich wieder hoch. Hier ist eine Kiste. Papier und Federn und eine Schatzkarte. Ah, ich bekomme Schaden. Du auch? Oh Gott, wir brauchen unbedingt Unterwasseratmungszeug, ey. Alter, ich bekomme nicht mal mein Herz abgezogen. Wo sind wir denn gerade? Wir gehen auf Schatzsuche, okay? Warte, ich will mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Ja, lass Schatz suchen. Ja, deswegen will ich ja gerade gucken, wo wir sind. Werden wir nicht auf der Karte angezeigt, wenn wir das erreichen? Na, gib mir mal die Karte. Nee, fahr mal an Land. Nein, gib
Gib mal die Karte. Nee. Gib die Karte. Komm mit. Ja, wir müssen doch erstmal irgendwo hingehen, wo wir dann auf der Karte angezeigt werden. Alter, halt so einfach den Maul. Nein. Ich will dich jetzt wegrennen. So. Wir bräuchten so eine Übersicht von oben. Also so eine Übersicht von der richtigen Map, wo wir ungefähr wissen, wo diese Einkerbung ist. Hier ist ein Höhle. Hier ist... Warte. Okay. Hier könnte die Einkerbung sein. Die große Einkerbung. Es kann sein, dass wir da noch gar nicht drankommen, weil die Border da noch ist. Komm mal her, ich will sie nur mal angucken, bitte. Gib sie mir aber dann wieder. Ja. Danke. Du hast sie nie aufgesammelt. Woher willst du das wissen? Weil da das X ist. Und woher willst du wissen, dass genau da das X ist? Weil wir da in die Richtung müssen. Hä? Ja, wir sind doch unten in der Ecke, also müssen wir hier. Ja, du weißt doch gar nicht, ob wir da unten in der Ecke sind. Doch, da ist doch dieser Punkt. Gib mal her, wo ist dein Punkt? Gib's mir dann bitte mal kurz hier, okay? Gib mal her. Ja, das ist der Punkt, wo der Schatz vergraben ist, du Vogel. Ach so, nee, da ganz unten ist ein Punkt. Hä, bewegt der sich? Ja, wir müssen ja dran, dann. Hä, ich glaube, der Punkt bewegt sich an sich gar nicht. Ja, weil wir ja dran müssen. Warte. Ja, toll, jetzt bin ich wieder auf dem Wasser und der hat sich noch kein einziges Mal verändert. Also, das heißt, wir müssen... Ja, aber da müssen wir müssen nicht aufs Wasser dafür. Hallo, wir müssen. Der Schatz ist auf Land vergraben und nicht auf Wasser. Aber da hinten kann Land sein. Guck mal, da kommt vielleicht schon Land. Wo kommt da Land? Nein. Da kommt doch kein Land, Alter. Vertrau mir doch einfach. Ich spiel schon. Seit fast 5 Jahren Minecraft. Ich spiele schon länger Minecraft. Genau. Ja. Ich glaube nämlich, dass wir komplett in die falsche Richtung laufen. Ich glaube nämlich, wir müssen in die Richtung. Verlassen? Ja, ich weiß, dass du verlassen hast. Ja, ich habe ganz Minecraft verlassen. Ja, ich weiß. Scheinchen. Guck mal, das ist Supercard. Wo liegt das Supercard? Wir finden den Schatz noch, Leute. Also ich. Mein Teammate hat mich ja verlassen. Ja, wenn du zu blöd bist, eine Karte zu lesen. Du bist ja aufs Wasser gelaufen, obwohl der Schatz an Land ist. Aber da hinten kann Land sein. Da ist hier nicht überall Ozean. Der Schatz ist safe irgendwo auf der Insel hier. Na, sonst würde sich der Punkt bewegen. So, warte, Analyse. Das da könnte nämlich die Stelle hier sein. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich den Schatz gefunden habe. So, Leute, also wir sind jetzt mal eine ganze Weile in die Richtung gelaufen. So weit, wie wir gekommen sind. Also der Punkt, der ist immer noch da unten. Aber anscheinend laut dem da müssen wir weiter in die Richtung. Aber hier ist die Border. Wir haben jetzt gerade eben noch mal geschlafen. Aber ja, irgendwie... Müssen wir da noch ein bisschen warten. Also damit beende ich jetzt mal die Folge und wir werden auf jeden Fall
irgendwann noch diesen Schatz da plündern gehen. Hier sind ja auch die ersten Bienen, wie ihr schon gesehen habt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.